Russland gibt sich auch gar keine Mühe mehr, oder? Noch immer tobt der Krieg in der Ukraine mit unvermittelter Härte. Ausgelöst durch eine unprovozierte russische Invasion des Landes kämpfen heute wieder Menschen mit Waffen, Panzern, Artillerie und Luftfahrzeugen um ihr Leben. Doch der Krieg in der Ukraine soll heute nur am Rande unser Thema sein. Es geht vielmehr um den Krieg, um die Meinung und die öffentliche Wahrnehmung, gerade im Internet. Und dabei schauen wir uns dieses Bild an und stellen uns die Frage, was verdammt nochmal haben die Sims mit Terrorismus zu tun? Heute nur ein ganz kurzes Video, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten, weil es einfach eine großartige Geschichte ist. So hat Russland zuletzt ein Video veröffentlicht, was der Telegraph für englischsprachige Nutzer aufbereitet hat. In ihm sieht man russische Einsatzkräfte eine Wohnung stürmen und Menschen verhaften. Laut russischen Quellen soll es sich dabei um Terroristen handeln, welche Anschläge auf hochrangige Kreml-Vertreter in Russland verüben wollten. Geschickt von der Ukraine und ausgebildet von westlichen Mächten, vor allem dem CIA. Dazu veröffentlichte Russland eben dieses Bild und wollte damit natürlich die Habseligkeiten der Menschen zeigen, die sie da festgesetzt haben. Was da ausgepixelt ist, ist ein rotes T-Shirt mit dem Hakenkreuz obendrauf. Darüber hinaus zeigte man andere Bilder, die die Wohnung zeigten, wo zum Beispiel ein Porträtbild von Adolf Hitler gefunden wurde. Darüber hinaus zeigte Russland Bilder von gefälschten ukrainischen Pässen. Und, was man nicht vergessen darf, auch eine Notiz wurde gefunden, die die Schuld und die Absicht der Attentäter nochmal ganz klar umriss. Okay, sollte das alles so stimmen, ist es natürlich sehr auf die Nase, oder? Und belegt natürlich brutal das, was Russland seit Anbeginn des Krieges immer wieder sagt. Nazis in der Ukraine bedrohen Russland und das russische Volk und denen muss man eben entschlossen entgegentreten. Schaut man dieses Bild aber nochmal ganz genau an, dann findet man da etwas, was viel, viel interessanter ist. Und zwar 3 Kopien, beziehungsweise das Hauptspiel plus 2 Erweiterungen des Videospiels The Sims 3 von Electronic Arts, einem Spiel, bei dem es darum geht, dass man Häuser baut, eine Familie gründet, heiratet, Kinder bekommt, zur Schule geht, später einem Beruf nachgeht. Und da stellt sich halt schon die Frage, warum haben ukrainische Nazi-Attentäter, die Kreml-Mitglieder angreifen und töten wollen, ein so friedliebendes und ja, ruhiges Videospiel mit im Gepäck. Vielleicht haben sie einfach ein Herz für entschleunigende Spiele. Vielleicht, kann ja sein. Es kann aber auf der anderen Seite genauso gut sein, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB inzwischen seit leichte Probleme mit dem eigenen Personal hat und gar nicht wirklich das Ziel hatte, Werbung für das Videospiel von Electronic Arts zu machen, sondern dass es da vielmehr ein Kommunikationsproblem gab. Der Verdacht, der im Internet inzwischen seit immer mehr geäußert wurde und zum Beispiel auch von der New York Post verbreitet wird, ist der, dass es hier einfach eine gestellte Aktion war, Propaganda, die wirklich schiefgelaufen ist, weil man Anweisungen nicht verstanden hat. Und der Verdacht ist hier, dass eben das Videospiel Die Sims 3, wo man eben Häuser baut, sie einrichtet und ein friedvolles kleines Leben führt mit seinen Sims, gar nicht wirklich da auf diesem Bild erscheinen sollte, sondern dass derjenige, der bei der Beschaffung all dieses Materials neben den ganzen Nazi-Merchandise die Sims, das Videospiel Sims mit SIM-Karten verwechselt hat, also SIM-Karten für Handys. Fassen wir mal kurz zusammen. Sollte die Geschichte Russland stimmen, dann haben sie wohl die dümmsten Attentäter der Welt festgenommen. Menschen, die so glühende Nazis sind, dass sie nicht aus dem Haus gehen ohne ihr Hakenkreuz-Shirt und das Porträtbild von Adolf Hitler, die aber auch gleichzeitig eine friedfertige Seite haben und gerne kleine Häuschen bauen und dort Familien großziehen. Oder aber Russland ist selbst für die einfachsten Propagandamaßnahmen inzwischen seit auch einfach zu doof. Was nun wirklich stimmt von beiden Seiten, das dürft ihr selbst entscheiden. Eine Sache möchte ich an der Stelle sagen. Sims ist übrigens ein wirklich gutes Spiel, auch wenn Electronic Arts mit der Preispolitik für ihre Erweiterungen einfach wirklich fast den Boden ausschlägt und das ist fast schon kriminell. Aber dennoch ist Sims ein ganz cooles Spiel. Und die Frage an euch heute ist, wenn ihr eine Sims-Erweiterung wärt, welche wärt ihr? Wärt ihr die niedlichen kleinen Katzen? Oder werdet ihr vielleicht eher zum modernen Sofa greifen? Schreibt mir einen Kommentar. Und wie immer gilt,
Wenn es dich interessiert hat, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Abo da und lass einen Like da. Würde mich sehr freuen und drück die Glocke, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Euer Wolfi. After all I've done, after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said.